Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mubix und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video. Emil Studios, vielleicht das bessere Worst Behavior. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft mittlerweile keine Lust mehr, Worst Behavior zu tragen, einfach weil es so ausgelutscht ist teilweise, weil immer die gleichen Designs kommen, weil fast immer die gleichen Ästhetiken kommen und vor allem, weil fast jeder mittlerweile Worst Behavior trägt. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Alternative, die einen ähnlichen Vibe hat, vielleicht sogar ein bisschen geiler ist von der Verarbeitung und ich glaube, ich habe hier was gefunden. Und zwar ist es die Brand Emil Studios. Ich glaube, man spricht die so aus, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Es ist eine Streetwear-Brand aus Spanien, ich glaube in Madrid sitzen die und ich habe mir drei Pieces von denen bestellt, angefangen mit diesem grauen Hoodie und ich sage euch, die Ästhetik ist auf jeden Fall da. Was für ein nicer Print, Ton in Ton gehalten, sehr dezent, fällt nicht groß auf, aber trotzdem sehr, sehr geiler Vibe. Hier unten haben wir dreimal so kleine Fähnchen eingenäht in diesen drei Farben. Ich glaube, das ist wie so ein bisschen so ein Signature-Move, den die immer wieder bringen. Ich habe es bei mehreren Produkten, meine ich, gesehen. Und was wir jetzt hier natürlich extrem geil finden, ist der Vibe. Ich würde sagen, er ist ähnlich zu den Worst Behavior Sachen jetzt, zumindest wie dieser Pulli aussieht. Aber wir haben einen 450 GSM 100% French Terry Stoff bei den Hoodies, was ich bei Worst Behavior extrem vermisse. Die sind ja immer noch auf diesem Polyesterfilm hängen geblieben. Und das ist hier wirklich gut gelöst. Und was ich auch sehr interessant finde an dem Hoodie, sind die Ärmel. Der Ärmel wird nicht mit dem Rip abgeschlossen, sondern er ist einfach offen gelassen und dadurch hat dieser Hoodie wirklich einen sehr, sehr nicen Vibe. Ihr könnt euch jetzt hier die Passform anschauen. Länge, würde ich sagen, ist absolut nice. Könnte vielleicht ein Ticken kürzer sein. Bund könnte unten vielleicht ein bisschen enger sein, aber in Summe finde ich es ein sehr, sehr nicer Hoodie. Kapuze hat eine sehr gute Größe und vor allem preislich sind die super interessant. Ich weiß die Preise nicht auswendig, werde sie aber bei allen Produkten einblenden. Ich glaube, der kostet 70 oder 80 Euro, was wirklich super, super fair ist für das, was man hier bekommt. Selbstverständlich haben die aber auch Hoodies, die den gewohnten Rippstoff an den Ärmeln haben. Das heißt, du musst nicht immer experimentell unterwegs sein. Hier in diesem sehr dunklen Lila-Ton, sehr, sehr geiles Piece. Ich feiere auch die Prints bzw. die Veredelungen. Es ist hier alles gestickt. Einmal die Brand Emil Studios und dann der Name von der Kollektion Always Grateful, was ich auch ein sehr geiles Ding finde. Und hinten haben wir einen großen Print, der hier in so einem abgetrennten Bereich vom Stoff aufgeprintet ist und der ist auch farblich ganz leicht anders. Ich würde behaupten, dass dieser Part nochmal anders gewaschen ist. Wahrscheinlich haben sie es zuerst gewaschen und dann eingefügt. Ich kann es nicht genau sagen. Hier sehen wir wieder diese drei Fähnchen und die Ästhetik ist absolut nice. Gibt mir, wie gesagt, Worst Behavior Vibes, aber trotzdem auf eine eigenständige Art und Weise. Deswegen glaube ich, Leute, die Worst Behavior feiern würden, würden das hier auf jeden Fall auch feiern. Passung könnt ihr jetzt hier anschauen. Auch die absolut in Ordnung. Auch hier preislich bin ich ein. Kann man absolut nichts dagegen sagen. Super, wirklich super fair. Achso, und size-technisch bin ich hier übrigens auf eine M gegangen. Bei dem Hoodie davor war es eine L, einfach weil ich wollte, dass diese Ärmel wirklich schön lang sind und über meine Handgelenke drüber gehen. So, und zum Abschluss habe ich hier immer noch einen Polo-Sweater bei Emil Studios bestellt. Auch hier, ihr merkt direkt die Ästhetik, absolut on point. Minimalistisch, trotzdem nice, trotzdem irgendwie veredelt, aber nicht zu viel so. Das hier ist eine Mischung aus Siebdruck, Stick und wieder Siebdruck. Ansonsten mag ich die Pipings hier auf den Ärmeln. Das sieht wirklich nice aus. Ich mag auch die Konstruktion von dem Sweater, weil wenn wir uns hier hinten anschauen, er ist so konstruiert, als hätte er einen Raglan-Schnitt. Und wir wissen alle, Raglan, ich persönlich feiere Raglan jetzt nicht so. Aber dann gibt es hier trotzdem noch eine normale Schulternaht. Und das finde ich dann irgendwie wieder cool. Das finde ich interessant, gibt ihm den charakteristischen Look von hinten. Auch hier sind die Ärmel offen, allerdings mit so einem nicen Detail. Das Piping verläuft in einen kleinen Rippstoffeinsatz hier an den Ärmel, was ich wirklich nice finde. Gibt der ganzen Sache einen coolen Look. Und zum Abschluss, um das Piece noch wirklich zu vollenden, haben wir unten im Bund einen Gummizug. Dementsprechend können wir den Fit von dem Piece einfach variieren. Wir können den croppen und hochziehen. Wir können den einfach normal fallen lassen, wie du Bock hast. Und auch hier natürlich 450 GSM, 100% French Terry Cotton. Passform seht ihr jetzt hier. Ich kann euch ehrlicherweise nur sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht gewesen, weil vor allem, als ich die Preise gesehen habe, habe ich eigentlich nicht wirklich gute Produkte erwartet. Ich dachte, die sehen vielleicht am Ende auf der Website cool aus, vielleicht sehen die auf Instagram gut aus, aber wenn man sie in der Hand hat, ist man dann doch eher enttäuscht und ich kann euch sagen, alle Erwartungen würden übertroffen. Ich bin sehr positiv überrascht, das ist eine geile Brand und ich bin mir sicher, dass ich da in Zukunft mehr Sachen bestellen und euch auch vorstellen werde. Wie immer ist alles unten verlinkt. Alright, Freunde, und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich gerne in den Comments wissen, was ihr von der ganzen Sache haltet. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mubix. Ciao.